Hallo Leute, seid willkommen, Remi am Start. Wir befinden uns im Spiel Runes of Magic in Silberpalm und am Schwarzbrett vom Silberpalm. Da drüben ist es und dort kann man eine tägliche Quest annehmen, Schwarzes Brett von Silberpalm. Heute geht es um den Quest 22, eine weitere Fleischsorte. Und zwar eine weitere Fleischsorte, Questzusammensetzung. 11 Frau Henkei an 10 Froschschenkel zu gelangen. Machen wir uns mal markieren, da finden wir sie nachher leichter. Questziele, 10 Froschschenkel. Dies ist eine Anfrage von Frau Henkei. Wir haben hier keine große Auswahl in Bezug auf Fleisch. Es gibt nur Schwein, Bär oder beides. Ist schwer zu bekommen. Wir hätten so gern Froschschenkel. Die sind köstlich und zart, doch Frösche sind nicht leicht zu fangen. Erforderlich Gegenstand 10 Froschschenkel. Meldet euch bei auf Henkei im Silberfall, wenn ihr den Auftrag erledigt habt. Kein Ding, machen wir, zeige ich euch gern, wo sind denn die Frösche hier zu bekommen, also die Froschschenkel von den Fröschen. 2256 Erfahrungspunkte, 225 Talentpunkte und 1082 Geld plus selbstverständlich 10 Virusmarken. Und deswegen auf geht's und wir werden uns die zusammensammeln. Die Froschschenkel. Leider ist der Weg dorthin ein wenig weit und das Ganze wird ein Minütchen dauern bestimmt. Ja, wer vermutet hier an den kleinen Tümpeln, sind Frösche zu finden? Nein, hier sind selbstverständlich keine Frösche zu finden. Libellen gibt es an kleinen Gewässern, Frösche hingegen leider nicht. Die kommen hier nur an einer Stelle vor und da müssen wir natürlich hingehen und uns dorthin bewegen. Questempfehlung ist Level 22, kann man also recht fix easy machen, wenn man hier auf dem Weg bleiben möchte. Da sind natürlich auch die Gegner nicht so groß. Da kommt man eigentlich schon gut durch. So, dann sind wir auch fast gleich da. Libellen, Libellen, Libellen. Und dann drüben sehen wir schon den ersten Frosch. Auf geht's zu den Fröschen. Aslan, Pelz, Frosch und der erste kommt auch gleich. Tägliche Quest kann man hier selbstverständlich fix machen, da ist nichts groß dabei. Ab wie gesagt 20, 22 rum. Muss man nur die richtige Stelle haben für diese Gegner und dann geht's. Wie man sieht, droppen die nicht 100%, sondern wirklich eher etwas nachlässig. Hallo? Angreifen? Na, wer will zuerst? Hey, Loot muss sein. So, das war es dann schon gewesen. Wie man sieht, gibt es hier noch große Stellen für und ebenfalls an der Seite des Sees. Zeig mal kurz auf der Karte, wo sind wir hier? Und zwar hier oben, der Anfang vom Fluss sozusagen, da befinden sich die Frösche. Und dann kann man die Quest hier annehmen, Schwarzbrett vom Silberfall, hochrollen, die Schenkel holen und zurück. Zack, abgehen und dann war's das Ganze auch schon. So, ich gebe das auch noch ab und dann bin ich hier soweit durch.
Jedenfalls sind die Frösche hier quasi wirklich etwas schwer zu finden. Die verstecken sich hier nur hier oben. Woanders hat man keine Möglichkeit, an die Frösche zu kommen. Aber ansonsten, ich sehe gerade, das hat jetzt nicht wahnsinnig lange gedauert, wirklich 5 Minuten sind wir hier fix durch. Nehmen wir hierüber die Abkürzung, die ist allerdings eher für ja, etwas größere Level geeignet, damit einen die Gegner hier nicht alle ständig angreifen. Was gibt es noch zu dem Quest zu sagen? Nee, nicht viel. Wir haben alles gesagt, gezeigt, wo sind die Gegner. Und ja, die 10 Virusmarken, die wird man hier mit Sicherheit für Kobo, für die Install benötigen, um dort ja, die machen zu können. Da braucht man nämlich 30 Stück und von daher ist so ein 5 Minuten Quest hier gar nicht mal so übel. Beziehungsweise mit dem Hin- und Herreiten dauert es mal schon ein bisschen länger, aber wer da gleich da ist, der kann selbstverständlich auch mehr als Gegenstände als nur für einen benötigt werden mitnehmen. Dann kann man nämlich gleich mehrere sammeln. Gucken wir mal, und zwar wir haben ja jetzt 10, ne? Man kann natürlich auch 20 oder 30 sammeln, Quests annehmen. Und abgeben ist ja dann wieder im Silberfall. Also das wäre dann eine Empfehlung, die macht sich dann wirklich leichter. Da muss man nicht jedes Mal hoch und runter rennen, sondern wer einmal fleißig ist und einsammelt, der kann dann natürlich ebenfalls mehrere Firius-Marken bekommen als nur 10. 10 gibt es ja einmal für die Quest und ihr wisst jetzt auch, wo ist das Ganze zu bekommen. So, dann müssen wir nur noch darüber zum Abgeben. So, wir haben unsere Belohnung erhalten, alles gesagt, was zu sagen ist. Gehen wir noch mal kurz auf die Karte, letztes Mal. Annehmen, schwarze Brett von Silberfall. Gegner befinden sich hier oben, hauptsächlich auf dieser Seite. Einige sind auch auf der anderen Seite. Zurück, Quest abgeben, fertig. Ist das Ganze. So, danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt mal was in die Kommentare, falls ihr doch noch irgendwann woanders Frösche findet, um an Froschschenkel zu kommen. Und dann, man sieht sich, euer Remi. Bis zum nächsten Mal.